Einen wunderschönen guten Abend. Geht's auch in Feierabend? Sagen Sie, haben Sie von der Sparkasse Schwerte gehört? Die Bank, die mittlerweile 400 Mieter hat? Und diese 400 Mieter der Sparkasse Schwerte tragen mittlerweile mit ihren Mieten mit 17% zum Betriebsergebnis der Bank bei. Chapeau und Glückwunsch nach Schwerte. Ein Geschäftsmodell, was andere Banken durchaus kopieren können, denn wir sagen ja seit Jahren, dass Banken neben Zinsüberschuss und Provisionsertrag alternative Geschäftsmodelle entwickeln müssen. Eigene Immobilien zu kaufen, zu bauen und diese zu vermieten gehört sicherlich dazu. Von daher, gutes Geschäftsmodell in Schwerte. Machen nicht nur die Jungs in Schwerte, machen auch ein paar andere Banken, aber sicherlich noch zu wenig, wenn man sich die Betriebsergebnisse der Banken anguckt. Grüße auch nach Berlin. Sepp Müller, Bundestagsabgeordneter und Diplom-Bankbetriebswirt, hat gesagt, findet er auch nicht schlecht, aber die Banken sollten nicht übertreiben, weil sonst die Mieten steigen. Ich weiß nicht, ich habe bei VWL nicht so aufgepasst, aber ich hatte immer gedacht, wenn mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, dann sinken die Mieten. Vielleicht liege ich falsch. Sie können ja mit mir darüber diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei LinkedIn, Facebook und wo wir überall so unterwegs sind, Ihre Kommentare abgeben. Jetzt wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis bald, Ihr Thorsten Hahn.